arkadaşlar. Bir yıldır sokaklardayız ve medya, polis ve politikacılar bizimle ilgili çok yalan yanlış haber yaptılar. Medyayı... Wir sind seit einem Jahr auf den Straßen und seit einem Jahr berichten die Medien, die Politik, die Regierung, die Polizei lügen über uns. Medyayı uluslararası basın ilkelerine ve ahlakına uymaya çağırıyoruz ve objektif haber yapmaya çağırıyoruz. Wir rufen die Medien dazu auf, objektiv zu berichten und den internationalen Medien- und Öffentlichkeitsgesetzgebungen sich anzupassen und keine Verschwörungen zu verbreiten. Dün buraya polisler geldiler ve mültecilerle anlaşarak bu kampı boşaltacaklarını söylediler. Gestern kamen die Polizistinnen an und meinten, dass sie im Einverständnis mit den Geflüchteten vom Camp das Camp räumen werden. Şimdi bütün mülteciler biz buradayız. Hangi mülteciyle anlaştılar? Böyle bir anlaşma yok. Und ihr seht, wir als Geflüchtete vom Oranienplatz sind alle hier. Mit welchen Geflüchteten haben Sie diese Vereinbarung getroffen? Mit welchem? Mit keinem. Ve biz bu evin bizim direnişi bölmek için bir taktik olduğunu daha önce söylemiştik. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, dass das eine Strategie ist, um die Bewegung zu spalten und zu brechen. Bizim aramızdaki kategorik farkları kullanarak Lampedusa, Sudan, Duldung, terörismus gibi statüleri kullanarak bölmeye çalıştılar ama biz hepimiz buradayız. Die Öffentlichkeit und die PolitikerInnen haben die verschiedenen Statuse, die vertreten sind, wie die Lampedusa-Gruppe, wie Duldungsstatus, wie Terroristenstatus, der uns gegeben wird, benutzt, um uns zu trennen in der Öffentlichkeit. Aber wie ihr seht, wir lassen uns nicht trennen. Wir sind hier als Einheit. Can you translate in English or Loud the translation because she's translating it to English. Yeah, sorry, I thought okay, yeah, then louder. So you can translate. Did you get it? Okay, so that's other people want to hear. Okay, okay, then we continue and you translate louder. Okay. Bizim taleplerimizi biliyorsunuz. Irkçı ve kolonyalist yasaların değiştirilmesini istiyoruz. Unsere Forderung kennt ihr. Ihr wisst, dass wir die rassistischen, kolonialistischen Gesetzgebungen abschaffen wollen. Resident Village, Laga System, Abschubung, Frontex, bunların çözülmesini istiyoruz. Wir wollen die Residenzpflicht, Lagerpflicht, Frontex, Dublin abschaffen. Das wisst ihr. English. Can you make it louder? Maybe you're ready. Or I do it in English and you do it in German. Yeah. Okay. You do it in English, okay? The demands we have, you know already, we want to abolish the colonialist and racist laws, and also it concerns Frontex, it concerns Dublin II, it concerns the residence pflicht and the obligation to live in camps. Ve bu sorunlar, bu talepler kabul edilmeden 80 kişiye bir ev vermek, Oranyan Plus'ı yıkmak bu sorunu çözmez. Yarın başka bir yer işgal ederiz. Çünkü sorun devam ediyor. Und es ist einfach eine schwache Strategie, 80 Menschen ein Haus zu geben und damit vermeintlich den Oranienplatz aufhören lassen zu wollen, ohne jegliche Forderung anzuerkennen und dagegen was zu machen. Denn wenn ihr uns hier wegräumt, dann werden wir morgen einen anderen Ort besetzen. Damit ist das Problem nicht gelöst. And it's a very weak strategy to give 80 people a house and just evict the Oranienplatz. That will not solve the problem. Then we have to choose just another place, but we will continue the struggle. Ancak bir buçuk yıllık mücadelemiz sonucunda henüz bizim bu taleplerimiz karşılanmadı parlamento tarafından. Seitens der Regierung und des Parlaments wurden jedoch seit anderthalb Jahren Widerstand unserer Forderungen nicht anerkannt. From the part of the government, after 1.5 years of fighting, they did not complete as like make our demands.
Ama biz bunu pratik olarak çözüyoruz çünkü biz pratik olarak bir yıldır rezden filistik kırıyoruz. Lagalardan çıkıyoruz çünkü buralar izolasyon lagalarıdır. Buralarda insanlar intihar ediyorlar, psikolojik problemler yaşıyorlar. Aber wir zeigen durch unseren Widerstand, wie illegitim diese Gesetze sind, denn wir brechen jeden Tag die Gesetze. Wir brechen die Residenzpflicht, wir brechen die Lagerpflicht und zeigen, wie Menschen in Isolation in Lagern sterben. Das machen wir selbst, wir finden unsere eigenen Lösungen. By through the resistance we make, we break every day the isolation, the laws of Residenzpflicht, the laws of obligation to rest, stay in the Lager. And here every day by being here, we break it already. Ve biz şimdi bu sorunların sadece Almanya ile sınırlı olmadığını biliyoruz. Bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde mülteci ve göçmenlere karşı sert yasalar çıkarılıyor. Buralarda ırkçılık yükselişe geçiyor. Und wir wissen, dass es nicht nur ein Problem ist, was Deutschland spezifisch ist, diese Gesetze. Wir wissen, dass europaweit die Gesetze hinsichtlich Geflüchteten und Migrantinnen verschärft und rassistischer gemacht werden. Das wissen wir. And we know that these laws are not only concerning Germany. We know also in whole Europe they worsen the laws they against refugees, against migrants. Ve biz haklarımızı almak için internasyonal eylem planları yapıyoruz, internasyonal turlar yapıyoruz. Bu turlardan birinde El Mütan arkadaşımızı tutukladılar. Şu anda bir mülteci politik tutuklu olarak Münşin hapishanesinde yatıyor. Und weil wir genau wissen, dass wir europaweit agieren müssen, machen wir gerade internationale Touren als Refugee Strike Berlin und treffen europaweit Geflüchtetenbewegungen. Und auf dem Weg zu einem internationalen Treffen wurde El Mutena, ein Aktivist, ein Geflüchtetenaktivist, von der bayerischen Polizei festgenommen und sitzt nun als politischer Gefangener in Bayern im Gefängnis fest. And because we know that we have to put the protest on the European level, we make European-wide tours to get connected with each other. And therefore, on the way to one of these meetings, one of our fellows got arrested by the Bavarian police. It's El Mutena. Herkesin serbest dolaşım hakkı vardır. Biz eşit yaşamak istiyoruz. Jeder hat das Recht auf freie Bewegung. Wir wollen gleiche Rechte für alle. Everybody has the right of freedom of movement and we demand the same rights for all people. Ve biz özgürlüklerimiz önündeki bu yasalar kaldırılmadıkça pratik olarak sokaklarda yaşamaya, sokaklarda alternatif bir hayat kurmaya devam edeceğiz. Deshalb planen wir nun europaweite Aktionen in als Perspektive sehr bald und wir werden es nicht aufgeben, solange wir unsere Rechte zurückgewonnen haben und unsere Forderungen in die Realität umgesetzt sind, auf der Straße Widerstand zu leisten und werden uns nicht durch die Angstpolitik einschüchtern lassen. Therefore, we plan to make Europe-wide actions and we will not get scared by the repression and stop our fight. Ve biz direnişle kazandığımız Oranyan Plas ve Orleor Stradesi işgal okulu mültecilerin parlamentosudur. Biz bunları yıktırmayacağız devlete ve direnmeye devam edeceğiz. Und wir werden es nicht zulassen, dass weder der Oranienplatz noch die besetzte Gerhard-Hauptmann-Schule in der Olauer Straße gegen uns benutzt werden. Das sind unsere Orte des Widerstands. Wir haben sie uns erkämpft und keiner kann sie uns wegnehmen. Wir werden weitermachen. And we will not accept that somebody used the school or the Oranienplatz against us. These places we fight for, we made them. And we will not let them take it away. Yeah. Yeah.
Fertig.